Hallo Freunde der Spielkultur und willkommen zurück bei Motorsport Manager mit dem Predator Racing Group Team. Wir sind dabei, ja, eine Nachtschicht zu machen. Jedenfalls ich. Ihr werdet das zu Hause nicht merken, aber bei mir ist es sehr früh. Ich sag die Zeit lieber nicht. Wir machen ja gerade die Forschung und Entwicklungsabteilung. Ne, mach Moment, was bauen wir gerade? Irgendwas bauen wir gerade. Lass mich nicht lügen. Die Fabrik wird gerade ausgebaut. Wir müssen halt schauen, wann wir die nächste Saison angehen werden. Wir sind ja zurzeit eigentlich beschissen. Von unseren Anlagen her sind wir echt beschissen. Ich habe in den Kommentaren gelesen, bei den World Series wird es richtig scheiße, wenn du dann keine vernünftigen Gebäude hast. Deshalb werden wir erstmal unseren Wagen fit machen, werden versuchen, ein bisschen Geld zu generieren, vor allem jetzt hier in der Season, obwohl jetzt gerade läuft es ja auch nicht so gut, aber unsere Fahrer sind ja nicht schlecht. Und, ja, versuchen weiterzukommen. Alles ein bisschen fitter ausbauen und die richtigen Teile jetzt verbessern und so weiter und so fort. An sich ist die Zuverlässigkeit jetzt ja auch nicht so schlecht. Mal gucken, nächstes Mal Höchstgeschwindigkeit, das haben wir wenigstens schon mal, gemacht. Kurven, Heck- und Frontflüge sollten wir verbessern. Und dann passt es auch mit dem nächsten Rennen. Ob es die kleinen Verbesserungen da noch helfen würden? Ich denke nicht. Der Wagen ist jetzt erstmal so gut, wie er ist. Wir sind fast überall im Durchschnitt, teilweise sogar besser. Haben einen der stärksten Motoren, haben das beste Heck. Und das sollte ja dann schon hinhauen. So, dann sollten wir das Heck wenigstens auch versuchen zu verbessern. Wenigstens ein bisschen. Wobei ich gerade gucke. Das Original-Heck scheint... Okay. Kann so bleiben. Was für ein Teil entwickeln wir gerade noch? Ach, noch einen besseren Heckflügel. 5 Tage. Ja, das sollte uns nochmal einen ganzen, also in der Bewertung des Fahrzeugs, einen ganzen Schritt nach vorne bringen. Die alle raus. Ich brauche eine Verbesserung des neuen Heckflügels, weil der hat gerade mal 25%. Ist mit 331 Hammer. Und ist im falschen Fahrzeug drin. So, genau andersrum. So, 4 Tage nach dem Rennen hätten wir die richtige Zuverlässigkeit erreicht, obwohl das wird schon passen. Die Aufhängung bin 59%. Bremsen 54%. Na, hoffen wir mal, die wird nicht so stark strapaziert. Da haben wir die schon auf 67% gebracht. Dann konzentrieren wir uns vielleicht doch noch auf die Aufhängung mal eben. Und holen da noch ein paar Prozentpunkte raus. Claire ist ja so gut wie weg. Okay, einen Sponsorenplatz habe ich nicht mehr offen. Na komm, no risk, no fun. Versuchen wir, einen großen Schotter zu machen. Was gar nicht mal... Was sogar gut möglich sein können, weil Motor und Heck bei uns sehr gut sind. Und auf der Strecke ja... solche Sachen gefordert werden. So,
So, nimm gern Softreifen. Prozent. Ich gehe jetzt hier einfach mal ein bisschen hoch. Das machen wir beim anderen Fahrzeug dann auch direkt. Und dann schauen wir einfach mal, wie nah wir rankommen. Einfach ein Qualifying-Trim für eine Runde. Du auch. Und ab die Post mit euch beiden. Ich habe übrigens auch gelesen, dass man eigentlich nur über die Fahrer sich verbessern kann. Also beziehungsweise Fahrer schon sehr wichtig sind, kann ich nachvollziehen. Aber wenn du einen sehr guten Fahrer hast, sind die natürlich angepisst, wenn du ein scheiß Fahrzeug hast. So wie bei mir auch halt, ne? Die Teile sind halt dann nicht so dolle, dann sind sie sich am Beschweren, da müsste eigentlich mehr drin sein und jetzt vergesse ich die schon wieder reinzuholen. Ah, es passt noch. So, Geschwindigkeit schon mal ausgezeichnet. Können wir einfach mal so versuchen. Dann sehen wir, ob es in die richtige Richtung geht. Hier zieht er auch mehr von rechts ab. Und ab die Post. War schon immer so, dass hier die Prozent dran standen? Oder haben sie das vielleicht gepatcht? Ist doch egal. Für die Uhrzeit bin ich noch echt gut in Reaktion. So, Fahrfighten, nur okay. Sonst andere Werte ausgezeichnet. Dann versuch mal das. Hau nur den maximalen Sprit rein. So, Fahrverhalten fühlt sich schon besser an. So, großartig. Großartig ausgezeichnet. Du bist fertig. Mit 97% kann ich zufrieden sein. Dann geh raus für Qualifying 3 Runden. Ja, zieh ruhig die Reifen auf. Prozent. Wenn ich hier das Fahrverhalten noch um einen in Richtung Untersteuern mache, dann sollte das dann erledigt sein. Dann schicke ich auch 3 Runden Qualifying raus auf weichen Reifen und ab die Post. Dann schauen wir mal, was ihr leisten könnt. Komm, Bikersar.
wie viele Parts habe ich jetzt eigentlich schon? Ich glaube, ich war mit den 80. Part schon durch. Ich hätte nie gedacht, dass das so lange dauern wird, das LP. So, 300. schneller. Übrigens, hier Diskussion war gewesen über die Industrieminute und über, dass das 3/10 sind anstatt 300. Aber ich glaube, man sagt 300. dazu. Weil Industrieminute ist ja die Einteilung einer Minute in eine Dezimalzahl. Und wir arbeiten doch hier mit Dezimalzahlen, oder? Aber es kann ja 1,9999 sein. Und nicht 1,60. Dann ist ja nicht Ende, beziehungsweise 1,59 ist ja nicht vorbei. Ja, haben sie beide die besten Zeiten gemacht im Trading. So, dich kann ich schon mal reinholen. Du kannst noch deine Runde fahren. Nun kann ich sie ja schon mal rausschicken für den Renntrim. Ich mache noch ein bisschen Veränderung. So, maximal Sprit rein. Du darfst auch frische Reifen aufziehen und ab mit dir. Und Balcazar fährt nur noch, um hier das Maximum rauszuholen. Ah, das war Reifen. Scheiße, das muss ich ihn echt nochmal rausschicken für Qualifying. Ja, dreh dein Ründchen. Guter Balcazar, so läuft das. Mach deinen Tank voll und ab mit dir. So mehr Erfahrung kann sie gleich nicht mehr sammeln. Das Maximum ist einfach erreicht. So, Renntrim Level 1. Vielleicht schaffen wir noch Level 2 in der Zeit. Nur 2 Minuten. Mit 2 Fahrzeugen auf der Strecke trotzdem sehr wenig. Ich guck gerade, wenn die so im Normal mit 2 Sekunden mehr fahren, dann wären die eigentlich Platz 6. Pi mal Daumen. Da zählt es natürlich nicht mehr zum Renntrim, ne? Hm. Natürlich, na, wenigstens haben wir das Qualifying. Den maximalen Bonus. Wir müssen ja Erster werden. Wurde unseren Leuten was ins Wasser geschmissen? Wir waren ja herausragend. Natürlich waren wir herausragend.
Ah, verdammt, das war in die falsche Richtung. Dann nehmen wir das Setting davor. Vor allem geil, beißt dieselben Konfigurationen, schlechtere Zeit. Obwohl, es hat auch mit dem, mit der größeren Spritmenge hier zu tun. Und ja, ich habe auch verstanden, die Reifen und Bremsen werden angezeigt beim Aufwärmen. Beziehungsweise hier bei den Qualifying-Geschichten. Und nicht, wie ich manchmal gerne sage, Vorder- und Hinterreifen. Wie ich sehe, es steht sogar dran, Bremsentemperatur, Reifentemperatur. Das ist auch, weshalb das eine schneller warm wird als das andere. So, gucken wir mal, was rauskommt. Sind ja noch ein paar Kurven, wodurch die Bremsen auf jeden Fall noch mal ein bisschen heißer werden. Ah, perfekt überhitzt. Gut, gut. Na, schauen wir, was rauskommt. Schon langsamer. Jetzt auch nicht, ihr stört euch beide. Gibt's doch nicht, ey. Okay, sie waren besser als beim Training schon von den Zeiten. Fast über 2 Sekunden. Na, trotzdem nicht gut genug für die Pole Position. Na komm, raus nochmal. Das könnten die vielleicht schaffen. Na komm, na komm, na komm. Papa will noch eine Runde. Na komm, Balthasar. Obwohl du auch ein bisschen überhitzt warst jetzt, ne? Na komm, ah! Er ist zwar schnell, aber nicht schnell genug. Nee. Hat er nicht geschafft. Kacke. Der Motor von Team X klingt wie Reizdarm-Syndrom, habe ich gerade gelesen. Mach lieber Reifen weich. Und hier schnelleres Tanken.
Etappe 8 Runden ist Sprit drin. Wie viel brauchen wir? 15 Runden. Dann nimmt Bukalova etwas mehr mit. Und dann chillen wir erstmal beim Start. Und da hat sich direkt den ersten gekrallt. Minte schont schon ihre Reifen direkt am Anfang. Also eigentlich sollten wir sehr gute Chancen haben, Erster zu werden. Wir sind technisch in den beiden Kategorien, also zwei von drei Kategorien die Besten. Nahezu die Besten. Aber wie ich gerade sehe, wie Gordychuk davon abgeht, obwohl der hat voll Sprit reingehauen vorhin. Lass sie nicht verarschen von der Minte. Boah, scheiße, geht der Gordychuk ab. Im Qualifying waren die ja gerade mal, ich weiß gar nicht, was das ist. 3000stel oder so, war die hinter denen? 0,0003 irgendwas. Mein Gott, da fährt er eine noch bessere Runde. In allen Sektoren schneller gewesen als jeder andere. Es bleibt einfach trocken. Wir haben keinen Reifenvorteil gegenüber ihm. Jetzt spart er ein bisschen Sprit. Es gibt keinen Unfall. Nichts. So, jetzt geht die 2 schon in die Box. Ich kann noch ein bisschen. Also eine Runde können wir noch weiterfahren. Die 1 fährt auch noch eine Runde weiter. Nehmen wir nämlich ein bisschen Bonus mit. Boah, ich hoffe einfach, dass es passt. Ich hoffe einfach mal, es passt. Mit ein bisschen Bonus. Das ist der Erstplatzierte auch in der Box. Ja, jetzt bin ich kurz vor ihm, aber mein Boxenstopp dauert ja auch ein bisschen. Na, es hat mich Minte durch die Box überholt, ey. Darfst du in die Box rein. Ich sehe gerade, die Bremsen werden das nicht aushalten. Wenn ich Pech habe. 31%, wie sehen deine Bremsen aus? Bedeutend besser.
10 Sekunden Abstand. Der fährt Medium-Reifen. Letzte Runde 1,58. Mal gucken, was der jetzt gefährt im Vergleich zu uns. 1,9. Oh, der ist 1,29 gefahren mit Medium-Reifen. Wir fahren 1,32. Okay, der hat auch richtig Stoff gegeben damit. Der wird aber auf jeden Fall bis zum Ende fahren. Aber das Schlimmste sind deine scheiß Reifen. Nicht Reifen, sondern Bremsen. Noch 4 Runden. So, jetzt ist der 1,33 gefahren. Wir sind 1,31 gefahren. Und selbst wenn ich jetzt ein bisschen mehr Sprit reinknalle, komme ich nicht näher an ihn ran. Halbe Sekunde immer mal, aber der fährt mir einfach weg. Ja, wenn ich jetzt mit dir Gas gebe, ist das ein zu großes Risiko. Und bei dir machen auch langsam die Teile schlapp. Ich kann jetzt kein Risiko eingehen. Alle Teile bei dir sehen ziemlich instabil aus. So, letzte Runde. Ich knall einfach alles rein, was wir noch haben. Na komm, den zweiten holst du dir noch. Oh nein! Da wird der ausgebremst von denen mit dem Motorschaden. Wie ich sowas hasse. Na, dritter und vierter, aber trotzdem. Ah, wie der noch so gut fahren konnte. Dem seine Kiste macht doch auch nichts mehr her. Einfach nur ärgerlich, die Scheiße. Früher hätte ich mich gefreut über dritten und vierten, aber wir sind ein Siegerverein jetzt. Krüger Motorsport. Das sind doch die Deutschen. Darf ich mich darüber ärgern? Wie ihre Moral immer schlechter wird. War vor allem tatsächlich Ergebnis zweiter.